Man kann das alles negativ sehen. Man kann sagen, ich habe jetzt meine Beine verloren. Oder man kann das Positive sehen, die Menschen, die ich dazu gewonnen habe, die Erfahrung, die ich machen darf. Ich durfte noch mal neu laufen lernen. So, wer kann das von sich behaupten? Sie macht halt einfach und ist es egal, was andere von ihr halten. Das finde ich sehr inspirierend. Was ich von Angie lernen kann, ist diese Einstellung, dieses whatever it takes, dieses unglaublich einfach immer weitermachen, niemals aufgeben zu wollen. Ich bin die Angie, ich komme aus der Nähe von Köln, wohne in Bedburg, bin 22 Jahre alt und habe Ende 2019 einen schweren Verkehrsunfall gehabt, der mein Leben ein wenig auf den Kopf gestellt hat und komplett verändert hat. An dem Tag der Tage, wo der Unfall eben passiert ist, war es so, dass ich mit einem guten Freund, zu der Zeit war es mein bester Freund, mit dem war ich unterwegs. Und wir waren auf der linken Spur, der LKW war auf der rechten Spur und es war schon sehr eng. Und wir waren dann hinten am Kofferraum, wollten die Warnwesten rausholen. Dann war es eigentlich auch schon zu spät. Wir haben die Warnwesten nicht direkt gefunden. Und dann kam schon ein italienischer Krankentransporter, der in mich reingebrettert ist. Wir hatten das Glück, dass die Handbremse nicht angezogen war und dass kein Gang eingelegt war. Sonst wäre ich heute nicht hier. Und dann wurde ich ins Krankenhaus in Koblenz transportiert. Es war so, dass ich direkt, als ich quasi wach wurde, gesagt bekommen habe, dass meine Beine ab sind. Das konnte ich nicht nachvollziehen, weil ich meine Beine eben immer noch gespürt habe. Das Ganze nennt sich Phantomgefühl oder andere beschreiben es auch als Schmerzen. Ich konnte das deswegen erstmal nicht glauben und zum anderen war es so, dass ich sehr starken Muskelkater hatte, weil ich eben am Tag davor Beine trainiert habe, sodass ich das noch weniger glauben konnte. Ich habe relativ schnell gefragt, ob ich noch Geschlechtsverkehr haben kann. Ich habe gefragt, ob ich noch Kinder bekommen kann und habe gefragt, ob ich noch Kraftsport machen kann. Alle drei Fragen wurden mit Ja beantwortet und deswegen wusste ich, dass mein Leben anders sein wird, aber dass mein Leben nicht an Lebensqualität verlieren wird. Die größten Herausforderungen, die ich nach dem Unfall hatte, waren die anderen Menschen, weil ich die anderen Menschen davon überzeugen musste, dass ich denen nichts vormache. Niemand hat mir geglaubt, meine Eltern haben mir nicht geglaubt, meine Freunde haben mir teilweise nicht geglaubt. Ich habe mich so missverstanden gefühlt. Meine Argumente zu der Zeit waren, schau mich an, beobachte mich und schau, wie ich mich entwickle und dann wirst du ja sehen, dass ich die starke Person bin, die ich dir hier zeige. Wenn jemand sagt, Sport ist Mord, größte Lüge, Sport war mein Lebensretter. Als ich im Krankenhaus von der Intensiv- auf die Normalstation verlegt wurde, war es so, dass ich Fitnessbänder direkt mit ins Krankenhaus gebracht bekommen habe und wurde mir gesagt, dass es auch einen Trainingsraum gibt. In dem Moment musste ich halt weinen, weil es einfach für mich Freiheit bedeutet hat. Hätte ich damals nicht so intensiv Kraftsport gemacht, hätte ich nicht so viel Muskulatur mitgebracht, als der Unfall eben passiert ist. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, dass der Sport für mich mein Lebensretter war. Ich bin der Simon und bin 25 Jahre alt. Kraftsport auf jeden Fall verbindet uns. Wir waren dann auch öfters zusammen im Studio und auch besonders nach dem Unfall. Ich bin Jana, ich bin 22 Jahre alt. Am liebsten gehe ich mit ihr zusammen trainieren, einfach ich verbinde den Sport mit ihr. Bin vorher nie ins Fitnessstudio gegangen und sie hat mir das Ganze halt gezeigt. Damals war es so, dass ich nach meinem Unfall wusste, okay, die Beine sind ab, Beintraining wird nie mehr möglich sein. Ja, habe ich falsch gedacht, so wie viele Menschen wahrscheinlich falsch denken würden. Als ich sie an der Beinpresse gesehen habe, mit was für einem Strahlen sie da dran war, das hat in mir, ich habe Tränen in den Augen gehabt, sie so glücklich wiederzusehen. Es war für mich ein sehr weiter Weg, wieder laufen zu können, also richtig laufen, nicht nur gehen. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, und zwar mit Laufprothesen, die im Sport auf jeden Fall sehr von mir geliebt werden. Dadurch, dass ich im Krankenhaus erstmal auf den Rollstuhl angewiesen war, ist es logischerweise so, dass ich meine Arme viel, viel mehr benutzt habe. Durch die Bewegung, die man eben im Rollstuhl macht, trainiert man die Schultern total, den Bizeps total, den Trizeps total. Und auch durch das regelmäßige Rausheben aus dem Rollstuhl, auf die Toilette drauf, in die Dusche, auf die Badewanne oder auch alleine nur ins Bett, auch wenn ich nicht trainieren konnte, jeden Tag trainiert habe, weil mein Körper eben arbeiten musste. Nach dem Unfall war es für mich das Allerwichtigste, wieder selbstständig zu sein. Ich bin nach
knapp 2 Monaten wieder aus dem Elternhaus ausgezogen. Ich habe vor dem Unfall bereits alleine gewohnt und wollte einfach meine Selbstständigkeit wieder haben. Für mich war es auch verdammt wichtig, wieder selbstständig mit einem Auto zu sein. Und deswegen habe ich mich sehr, sehr schnell daran gesetzt, meinen Führerschein wieder zu bekommen. Eigentlich ist es total einfach. Man kann es sich vorstellen wie beim Fahrschulauto. Nur ist beim Fahrschulauto alles nach rechts gelegt. Das heißt, das Gaspedal und die Bremse sind nach rechts gelegt. Und bei mir ist es einfach nach oben gelegt. Ich habe hier, wenn ich nach unten drücke, sieht man da unten auch, wird halt das Gas gedrückt. Ich habe damals angefangen mit Social Media, weil ich es satt war, dass das Thema Behinderung totgeschwiegen wird. Dann war es so, dass sich relativ schnell meine Reichweite immer mehr in die Höhe bewegt hat. Ich teile ja selber mein Leben sehr echt und sehr nahbar auf Social Media und teile auch ja, das, was negativ ist. Und ich würde sehr gerne Menschen dazu motivieren, mehr von dem echten Leben zu zeigen. Ich muss jetzt gerade eine Story machen fürs Video und hier stehen einfach so viele Leute um mich rum. Ganz natürlich. Was sind deine Pläne für die Zukunft? Was wünschst du dir? Das Allerwichtigste ist, dass ich in meinem Leben nur noch Dinge machen möchte, die mich vorantreiben. Es kommt darauf an, dass du Ziele hast und dass du irgendwie diesen Weg als dein Ziel betrachtest und dass du verstehst, dass es einfach wichtig ist, nicht alles zu haben, was du haben willst. Du kannst einfach glücklich sein, denn glücklich sein ist eine Entscheidung. Ah! Das kommt Idiotisch!